Hi. Ja, wir sind gerade in Lübeck. Wir sind in Stockelsdorf. Wir sind in Stockelsdorf und fahren jetzt zum Flohmarkt. Ja, wir fahren beim Flohmarkt. Wir haben ein Baby dabei, wir haben einen Kinderwagen dabei und Baby. Wir haben Geld dabei. Baby ist hinter mir. Ja, yeah. Und jetzt geht es zum Flohmarkt. Und dann fahren wir heute noch ein bisschen Motorrad. Vielleicht nimmt die Maggie euch auch mit. Oh ja, das machen wir. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Also höchstwahrscheinlich fahren wir dann noch zu mir irgendwann. Aber das werdet ihr ja im Laufe des Vlogs sehen. Viel Spaß! So, meine Lieben, wir sind jetzt fast da. Navi sagt noch 3 Kilometer. Wir stehen jetzt hier in einer blöden Baustelle. An der eine Rotzone, das richtig lange dauert. Ja. Aber es ist voll schön hier. Wir haben hier so ein bisschen Grün und so ein bisschen Wasser. Hi. Ja. Meine Lieben, ich habe noch mal eine Frage noch. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Auto-Vlogs findet, beziehungsweise die letzten Vlogs waren ja relativ viel im Auto, wie ihr das so findet. Weil unter den ganzen Videos finde ich irgendwie keine Meinung dazu. Dementsprechend könnt ihr jetzt einfach mal jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr solche Videos findet, also wie ihr das gerade findet, wenn wir euch so mitnehmen und so. Meine Lieben, wir sind jetzt da. Schaut mal hier in diesem Einkaufszentrum, ist das. Und hier suchen wir jetzt irgendwo mal einen Parkplatz. Und das ist voll cool, habe ich gerade gesehen. Das ist nämlich oben auf dem Parkdach. Wie cool ist das denn? Das ist voll richtig cool. Ich bin gerade echt. Ich fasse gerade voll scheiße, dass wir kein Motorrad haben. Wir können dann überall nicht. Da wollen wir rein. Ja, dann zeig mal deine Rückfahrkünste den Leuten. Oh, warte, ich steig aus. Nein! Oh, das wird gefilmt. Bevor er gleich weg ist. Ich kann das aber nicht, ich steh voll kacke. Mach schnell, bevor er weg. Huch. Funktioniert denn doch nicht ganz so gut, wie sie hoffte. Sieht doch cool aus. Das gehört den, das gehört mir, ja, genau. Danke. Pink. Wir brauchen neue Reifen. Ja, das ist ein Ernst. Einkaufswagen. Ja. Ja, ich will bitte ein Kind haben, was wie ich früher immer so Züge und Träger und ich voll kannst du dich beeinflussen? Was? Kannst du dich beeinflussen, ob das Kind das später mag? Sag ich auch nicht, sag ich auch. Hier haben wir schon gesaugt? Waren leider schon überall, Schatz. Oh nein. Warum gibt es denn nicht noch einen Flohmarkt? Weil die wollen, dass wir Geld sparen. Ja? Ja. Außerdem, wir haben noch viel vor heute, ne? Mhm. Stimmt, wir müssen noch ein Frühstück. Halbe Stunde stehen wir schon da. Ein bisschen länger sogar. Wir können 2 Stunden. Ja. Aber eher ohne DB-Killer. Hier runter. Schön mit Motorbremse. Ah, ich bin die Position. So, mein Lieben, wir sind jetzt wieder Paddies. Wir Paddies? Oh Gott. Wir gehen jetzt so richtig steile Rampe runter. Ja.
Ne, sollte ja auch nicht. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig. Wir haben gerade ein paar Fotos gemacht. Und jetzt fahren wir weiter. Mein Auto steht da vorne nicht für wegen dem Kennzeichen. Stimmt, sieht man das Kennzeichen auf dem einen Parkdings? Ja, sieht man. Was machen Sie hier? Gibt es Gutscheine? Wir kriegen zwei Pommes zum Preis von einer. Ja? Zwei große Pommes zum Preis von einer. Das ist cool. Aber ich will keine Pommes. Doch, ich aber dann. Willst du zwei Pommes zum Preis von einer? Ja. Na gut. Wie geht das? Leute, wir sind jetzt bei McDonald's. Geht das? Warte, er scannt es nicht. Er scannt es nicht. Warte, du musst tiefer, tiefer. Jetzt. Wow, wie krass. Oh mein Gott. Technologie. Cool, wir sind die Einzigen. Die was bestellen. Jetzt sind sie unsere Bestellnummer. Da kommen die her und sagen, wir haben die 12.11. So, meine Lieben, wir waren jetzt gerade bei McDonald's. Du bist voll scharf und ich nicht. Die Kamera weiß, was ich scharf schärfen muss. Also, wir waren gerade bei McDonald's. Mit wem sie sich anlegen. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen und werden jetzt erstmal essen. Wir fahren aber währenddessen schon nach Hause. Also, essen während der Fahrt, weil wir sind spät dran. Es ist schon 12 Uhr. Und wir wollten noch nach Hause fahren. Auf dem Blumenmarkt haben wir. Wir wollten noch nach Hause fahren. Wir wollten noch zu Felix fahren nachher. Und da bin ich ja noch eine Verabredung und gekauft und Blumen haben wir nur einen weißen Body für Henry von H&M für 1 €. Also nichts Spektakuläres, aber war ganz schön. Ich liebe es einfach mit Felix auf den Flohmarkt zu gehen. Hi! Schön. Genau, Baby ist da hinten immer noch drin. Genau, und jetzt essen wir erstmal hier lecker Pommes. So, meine Lieben, wir sind zu Hause, wie ihr seht. Das erste Mal, dass ich wieder richtig hier in meinem Zimmer filme. Schon richtig, richtig lange her. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich habe es noch nicht gesagt, dass wir eine neue Kamera haben, aber ihr habt es bestimmt schon gemerkt. Also, seitdem ich Geburtstag hatte, haben wir eine neue Kamera. Aber werdet ihr bestimmt gemerkt haben, ne? Hm. Die Qualität ist einfach Hammer. Genau. Wir sind jetzt zu Hause. Wir haben hier extrem Chaos. Wegen Münster. Also, alle Vorbereitungen für Münster sind eben schon getroffen und. Ja. Genau. Hier unten ist schon die Tasche. Das ist die Tasche für die Babys. Also da sind alle Babysachen drin, die wir für Münster brauchen. Das ist schon gepackt. Hier haben wir unseren Kinderwagen, den großen. Auch schon soweit fertig. Also er muss halt ins Auto. Und hier liegen halt überall Babys. Hier liegt auch noch ein Baby. Das hat heute Morgen Wimpern bekommen. Ja, und hier sind die Outfits, die die Babys anhaben, wenn wir hinfahren nach Münster, außer diese Hose, die hat Henry gestern angehabt, aber das hier sind eben die Outfits, die die Babys anhaben werden, wenn wir hinfahren nach Münster. Hier sind die beiden Mäuse, Mel und Benetton und unser neues Babybett. Tada! Genau, so sieht es aus. Das ist halt so ein kleiner Stubenwagen von Alfi ist der. Ich finde den so schön mit diesem richtig schönen Himmel hier. Hier sind die kleinen Mäuse. Richtig schön. Mit der neuen Kamera seht ihr auch mal richtig die ganze Färbung und so. Ist halt wirklich was komplett anderes. Genau, Mel hat schon ihr Münster-Outfit an. Nicht das von Carters aus Amerika, so ein Set. So eine Hose, so ein Body dazu. Und dazu gibt es noch eine Jacke. Die sieht so aus. Genau, und die hat noch so kleine Öhrchen und so. Das bekommt die Mel eben an. Und genau, den Rest werdet ihr dann in den Münster-Vlogs sehen. Kleine Benetton hat einfach hier so einen Strampler, der offen ist und ein Body an. Genau, und so sieht das süße Bettchen aus. Habt ihr noch gar nicht gesehen. Hier ist noch Benettons Decke.
Und hier haben wir noch so eine Decke hingelegt, die alte aus dem alten Baby, damit es so ein bisschen erhöht ist, damit die halt echt so richtig süß darin aussehen. Da unten sitzt der Henry. Genau, wir werden jetzt Motorrad fahren, weil dem schönen Wetter, das müssen wir einfach nochmal aussetzen, ein bisschen Motorrad fahren. Morgen soll wieder regnen und deswegen fahren wir jetzt gleich noch ein bisschen Motorrad. Danach fahren wir los zu Felix' Eltern und dann habe ich ja nachher noch eine Verabredung. Mal gucken, wie wir das alles machen. Ich hoffe, das klappt so alles. Könnt gerne mal die Meinung zu dieser Kameraqualität in die Kommentare schreiben. Ich finde es selber richtig cool, mit dir zu filmen, weil es macht mich richtig glücklich und es ist einfach so eine bombastische Qualität. Hallo meine Lieben, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Verabredung. Und deswegen wollte ich diesen Vlog noch kurz persönlich beenden, weil ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr weiter vlogge. Wir haben es nämlich schon 6, also 18 Uhr abends und ich bin bestimmt noch bis heute Abend da. Dementsprechend vlogge ich nicht mehr weiter und wollte mich kurz bei euch verabschieden, weil das kam in den letzten Vlogs immer so, dass der Vlog immer so richtig ruckartig vorbei war. So. Und genau, das ist einfach, weil ich selten weiter vlogge dann am Abend und deswegen dachte ich mir, okay, beende ich den Vlog jetzt und ich hoffe, euch hat er gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!